Ich hab die Torte. Wow. Was ist denn hier los? Oh, das ist das Thema für unser Dinner. Das Wohnzimmer ist jetzt ein marokkanischer Palast. Dann gibt es also marokkanisches Essen? Kriegt Dad davon nicht Blähungen? Die kriegt Dad von so gut wie jedem Essen. Auch wieder wahr. Suchst du immer noch Charlies Schmusedecke? Ja, ich kann sie nirgends finden. Ich dachte, ich hätte sie in den Schmutzwäschekorb gelegt. Wir haben einen Schmutzwäschekorb? Ja, da landen deine Klamotten wie von Zauberhand, nachdem du sie fallen lässt. Ich hoffe, sie ist nicht auf dem Stapel für die Altkleidersammlung gelandet, denn der ist längst abgeholt worden. Wir haben ihre Decke weggegeben? Du hast sie weggegeben. Wir müssen sie zurückholen. Du musst sie zurückholen. Hör auf, das zu sagen! Hör du auf, das zu sagen. Normalerweise verbocke ich immer irgendwas, aber diesmal läuft bei meinem Teil der Vorbereitungen alles bestens. Siehst du? Bon voyage, Esther und Marty. Ups. Du hast die falsche Torte geholt. Wir erzählen Mom und Dad einfach, dass Bon voyage schöner Hochzeitstag auf Französisch heißt. Was ist mit Esther und Marty? Vergiss die beiden, die sind längst auf einem Schiff. Okay, wir haben noch Zeit, bevor Mom und Dad zurückkommen. Wir kriegen das hin. Wie denn? Du setzt mich bei der Altkleidersammelstelle ab, ich hol die Decke und du tauschst die Torte um. Na dann los. Aber nicht ohne Charlie. Entschuldigung, Entschuldigung. Hallo, ich habe was gespendet, das ich wieder zurückbrauche. Oh, oh. Da scheint jemand nicht zu wissen, was das Wort Spende bedeutet. Wissen Sie, Schätzchen, ist es einmal gespendet? Ist der Anspruch darauf beendet? Sie haben keine Ahnung, wie wichtig das ist. Es geht um die Schmusedecke meiner kleinen Schwester. Die Schmusedecke Ihrer kleinen Schwester? Ist mir egal. Ist da jemand mit dem falschen Fuß aufgestanden? Kommt vor, wenn man auf dem Boden schläft. Mama schläft im Bett. Also, können Sie mir helfen? Das liegt nicht in meiner Hand. Alles, was diese Woche gespendet wurde, ist schon in dem Laster da. Leslies Hundewaschservice, ist Ihr Liebling nicht rein, mache ich ihn wieder fein. Nebenerwerb, ich bin auch Lebensberater. Ja, aha. Ach, das da könnte sie sein. Nein, Ma'am, wir waschen keine Katzen. Katzen putzen sich selbst. Oh. Na toll.